Es geht heute darum, den Motor für das Heizgebläse einer Truma-Kombi auszutauschen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Kombi 4 oder um eine Kombi 6 handelt. Meine Heizung ging immer öfter auf Störung und die Fehlermeldung verriet mir, dass der Gebläsemotor Probleme bereitete. Ich habe dann Rücksprache genommen mit Truma und die hat ergeben, dass der Motor auszutauschen ist. Zerlegen kann man diesen Motor nicht, das ist alles fest verbaut und letztlich nur mit Zerstörung wieder zu öffnen. Und Könner schaffen das vielleicht, also ich nicht. Ich war gezwungen, mir einen neuen Motor zu kaufen. Der neue Motor kostet mit Versand und allem drum und dran schlappe 140 Euro. Dafür erhält man ein Motörchen, das gerade mal 5 cm Durchmesser, 10 cm Länge hat, mit zwei Kabeln und einem Steckerchen versehen ist, sowie zwei selbstsichernden kleinen Schräubchen. Ob ihr die Heizung selber komplett ausbauen müsst, weil er sonst nicht an sie rankommt, das müsst ihr entscheiden, das ist abhängig vom Einbauplatz. Bei mir hat es gereicht, den Doppelkamin zu entfernen, dann kam ich an alles ran, was notwendig ist. So, ich beschränke mich hier weitgehend auf den Wechsel eben dieses Gebläsemotors. Als Werkzeug dazu braucht man einen Kreuzschraubenzieher, wohl am besten Philips 2, den ein oder anderen Torx, und einen Innensenksechskant oder auch Imbusschlüssel von 2 mm. Das ist eigentlich alles. Im Bild seht ihr unten links das Gebläsegehäuse und dahinter den kleinen Motor, um den es geht. Die beiden Pfeile deuten auf die Schrauben hin, die zu lösen sind, um an die Elektronik dran zu kommen. Man muss wohl vorher die ganzen Kabel abziehen. Bitte merkt euch, was was ist. Kennzeichnet sie deutlich, damit ihr sie anschließend wieder richtig dran kriegt. Vor allem, dass ihr Plus und Minus nicht vertauscht. Gut, wie gesagt, die beiden Schrauben müssen gelöst werden. Das ist entweder ein Kreuzschraubenzieher oder ein Torx-Schraubendreher. Müsst ihr nachschauen. Sind diese beiden Schrauben und dann muss man vorsichtig ein bisschen an dem Gehäuse nackeln. Es geht dann in der Regel ganz gut weg. So, hier haben wir die Ansicht, die sich mir dargestellt hat. Die Truma-Heizung von der Seite. Ich musste erstmal diesen Kamin wegbauen. Der war nämlich bei mir im Weg, um an die vorher gezeigte Elektrik hier nochmal dran zu kommen, um diese beiden Schrauben da aufzumachen. Was ihr links seht, ist noch einmal dieser Doppelkamin, der zu lösen ist. So, und das ist das Teil unserer Begierde. Unbedingt, bevor ihr anfangt, entleert den Boiler. Am besten macht ihr das ganze System leer, sonst gibt es eine Riesenschweinerei. Dann sind die Anschlüsse, die Wasseranschlüsse vom Boiler zu entfernen. Das ist eine ganz spezielle Sache, die sind aufgesteckt und halten dann da irgendwie fest. Und um die wieder runter zu kriegen, muss man mit den Fingernägeln dieses schwarze Teil, das hier zu sehen ist, reindrücken, kräftig nageln an dem Ding. Irgendwann geht es dann ganz leicht von selber runter. Also schwarzes Teil reindrücken, nageln, abziehen. Das sowohl bei dem roten wie auch bei dem blauen Anschluss. Die Gasleitung, die ihr hier seht, kann normalerweise dranbleiben. Man kann den Deckel einfach so dann auch hinten an der Gasleitung entlang wegziehen. Das reicht völlig aus. Den Deckel von dem kleinen Gebläse, das man da gerade gesehen hat, muss man nicht unbedingt entfernen. Hier sieht man nochmal, wo der Deckel drauf ist. Und auch diesen Deckel muss man nicht zwingend entfernen. Beide sind von mir nur entfernt worden aus purer Neugierde. Was auf jeden Fall jetzt weg muss, ist dieser hier rot gekennzeichnete große Deckel. Dazu müssen diese vier Schrauben, die ich hier angezeichnet habe, entfernt werden. Den ganzen Deckel konnte ich dann an der Gasleitung entlang, wie schon mal erwähnt, nach hinten wegziehen. Und darunter kommt dann die Abdeckung des Gebläsegehäuses zum Vorschein. Ich habe sie hier mal rot gekennzeichnet, bitte um Entschuldigung für das nicht besonders scharfe Bild, aber man sieht, um was es geht. Hier habe ich die Schrauben der Reihe nach gekennzeichnet, die zu entfernen sind, um diesen Gebläsegehäusedeckel zu entfernen.
Am kniffligsten ist die Schraube, die jetzt links unten kommt. Da hatte ich meine liebe Mühe, in diesen Schlitz zwischen Boden und Heizung reinzukommen, um das Teil zu entfernen. Wenn ich mich recht erinnere, war das hier ein Torx. Hier nochmal die Platine der Elektronik. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, passt auf die Kabel auf, zieht sie rechtzeitig ab, dass euch da nichts passiert. Nach Abnahme dieses Gebläsegehäusedeckels kommen wir langsam dem Objekt der Begierde näher. Was man hier sieht, noch bedeckt durch das Gebläsegehäuse, ist das Lüfterrad. Das gilt es als nächstes zu entfernen. Hier im ausgebauten Zustand sieht man sehr schön, wo man mit dem Zweier Innensechskant ansetzen muss. Dieses kleine Schräubchen gilt es zu lösen. Wenn es Probleme gibt, das ganze Lüfterrad ordentlich warm machen, dann nochmal versuchen, dann soll es gut funktionieren. Bei mir ging es auch so, ohne größere Probleme. Man muss es nur kurz lösen, man muss sie nicht ganz rausdrehen und dann kann man das Lüfterrad nach vorne abziehen. Somit ist man endlich da, wo man hin wollte, nämlich an den Halteschrauben dieses Motors. Das sind diese beiden kleinen, hier rot gekennzeichneten Schrauben. Wie wir sehen, brauchen wir einen Kreuzschraubenzieher, um sie zu lösen. Das sind sehr kleine, kurze Schrauben, ist schnell passiert. Auch wenn es ein bisschen schwergängig ist, weil es eben selbstsichernde Schrauben sind. Also da nicht irgendwie irritieren lassen. Selbstsichernde Schrauben brauchen ein bisschen Kraft, dass man sie rausbringt. Das ist der Sinn der Sache. Ja, wenn wir diese beiden Schrauben gelöst haben, können wir nach hinten reingreifen zur Elektronik, spätestens dann, und den Stecker des alten Motors ziehen, den alten Motor nach hinten rausnehmen, den neuen Motor da reinhalten, die beiden Schrauben, die neuen, unbedingt die neuen nehmen, reinschrauben, den Motor gut festschrauben und dann das ganze Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Viel Spaß!